Ja, meine Damen und Herren, Polizisten in Radlerhosen, da träumen die in Libyen von, oder? Das ist das, was die alle anstreben. Die wollen doch alle so leben wie wir. Und jetzt haben sie sich erhoben in Nordafrika. Ist das nicht großartig? Ist das nicht ein schönes Gefühl, wenn die Menschen zur Demokratie aufbrechen? Die Diktatoren werden gestürzt, einer nach dem anderen. Ja? Und okay, in der Schweiz wird das Geld eingefroren. Man konserviert es, falls wir noch mal zurückkommen. Aber die Diktatoren sind weg und die Menschen werden befreit. Sie werden nicht länger drangsaliert, sie werden nicht mehr eingesperrt. Und wer weiß besser als wir Deutschen, wie schön das ist, wenn Mauern fallen und Menschen zu uns kommen können. Sie sollten vielleicht schon mal ein paar Gästebetten beziehen, ein bisschen Couscous auf Vorrat einlagern. Ja, die Freiheit ist was Wunderbares, also die eigene Freiheit. Die Freiheit der anderen kann schon mal ein bisschen lästig werden, sagen wir es mal so. Ne? Aber die Freiheit der nordafrikanischen Bevölkerung, die ist uns doch lieb und teuer, ist vor allem teuer. Dann steht der Deutsche an der Zapfsäule, an der Tankstelle, guckt auf den Benzinpreis und sagt, hör mal, so schlimm war der Gaddafi doch auch nicht, oder? Das sieht der Berlusconi zum Beispiel auch so. Der Berlusconi hat mit dem Gaddafi sich wunderbar verstanden. Der Berlusconi, für den war der Gaddafi immer ein Hoch der Stabilität. Ja? Und der Gaddafi hat wirklich immer nur die übers Wasser gelassen, die der Berlusconi auf seinen Bunga-Bunga-Partys auch wirklich haben wollte. Jetzt kommt da Jan und Mann, was weiß ich. Was ist, wenn die da wirklich demokratisch beschließen, den Ölpreis ab sofort zu verdoppeln? Das könnten die ja demokratisch beschließen, um all die Schäden zu reparieren, die der Gaddafi in seinem letzten Gefechte eingerichtet hat. Wäre da alles möglich? Was machen wir dann? Dann gucken wir. Ne? Der Gaddafi war immer so ein Netter. Das war so ein zuverlässiger Geschäftspartner. Ich weiß gar nicht, hat doch keiner mit rechnen können, dass der mal so durchdrehen würde, oder? Aber jetzt ist ja, jetzt macht die Europäische Union ja Schluss mit lustig. Jetzt ist ja Embargo, haben Sie gehört? Ist ja, ab nächste Woche kriegt er keine Waffen mehr. Er soll erstmal die aufbrauchen, die wir bis jetzt geliefert haben. Das sind drastische Maßnahmen, meine Damen und Herren. Ja, man muss da auch immer differenzieren. Ne? Diktatur kann man auch nicht pauschal mit Diktatur vergleichen. Das kann jeder Pauschaltourist sagen. Das muss man differenziert betrachten. Sehen Sie, Ägypten war eine Diktatur und die DDR war auch eine Diktatur. Aber das eine Plattenbauten und andere Pyramiden. Das sind doch Unterschiede. Sie, Honecker und Mubarak, beides furchtbare Despoten. Aber die Diktatur in Ägypten, die hatte für uns Deutsche immer einen gewissen Charme. El Sheikh. Bevor jetzt hinterher wieder Beschwerden kommen von Zuschauern über die absurden Vergleiche, die ich hier ständig anstelle, möchte ich mal jetzt mal ein Wort in eigener Sache sagen, meine Damen und Herren. Sehen Sie, es erreichen uns speziell nach Kabarettsendungen immer wieder Briefe von Leuten, die völlig sauer sind und sich beschweren und sagen, also sie wären jetzt wirklich leid, sie wollten nicht länger hinnehmen, dass von ihren GEZ-Gebühren sowas hier produziert würde. Das müsste dann wirklich nicht sein. Ja, und man muss diese Menschen ernst nehmen, das tue ich auch, und ich möchte diese Menschen jetzt mal offiziell beruhigen. Ich kann nicht für meine Kollegen sprechen, aber ich kann Ihnen versichern, ich lege großen Wert darauf, dass meine Honorare ausschließlich aus den Gebühren der Zuschauer und Zuschauerinnen bezahlt werden, die mich auch wirklich gut finden. Da bestehe ich. Sehen Sie, ich habe doch Verständnis, ich bin doch selbst Gebührenzahler. Ich möchte ja auch nicht, dass von meinen GEZ-Gebühren da irgendwelche Sendungen produziert werden, die ich über Gebühr schrecklich finde. Deshalb habe ich ja zum Beispiel, ich habe bei der GEZ verfügt, dass von meinen Gebühren keine Volksmusik-Sendungen bezahlt werden dürfen. Ja? Auch die Honorare von Reinhold Beckmann, Wolf-Dieter Poschmann und Peter Hane dürfen unter gar keinen Umständen, ich wiederhole, unter gar keinen Umständen aus Geldern bezahlt werden, die ich zwangsweise an die GEZ überwiesen habe. Das habe ich der GEZ unmissverständlich klargemacht. Nee. Natürlich kann jetzt die GEZ ihre Gebühren nur in ihrem Sinne einsetzen, wenn die auch von ihren Vorlieben wissen. In der Gebührenverteilungsstelle. Da reicht ein formloses Schreiben. Das ist natürlich für die GEZ eine Menge Aufwand, die verschiedenen Gelder auf die einzelnen Töpfe zu verteilen, aus denen dann was nicht bezahlt werden darf. Aber das machen die da gerne, meine Damen und Herren. Genauso wie mein Finanzamt ja ohne mit der Wimper zu zucken akzeptiert hat, als ich erklärt habe, dass aus meinen Steuergeldern ab sofort keine Diäten von FDP-Politikern mehr bezahlt werden dürfen. Und vor allem keine Polizeieinsätze mehr bei Castor-Transporten und bei Polizeieinsätzen von Bayern München.
könnten die da wirklich demokratisch beschließen, den Ölpreis ab sofort zu verdoppeln. Das könnten die ja demokratisch beschließen, um all die Schäden zu reparieren, die der Gaddafi in seinem letzten Gefecht eingerichtet hat. Wäre da alles möglich? Was machen wir dann? Dann gucken wir. Ne? Der Gaddafi war immer so ein Netter. Das war so ein zuverlässiger Geschäftspartner. Ich weiß gar nicht, hat doch keiner mit rechnen können, dass der mal so durchdrehen würde, oder? Aber jetzt ist ja, jetzt macht die Europäische Union ja Schluss mit lustig. Jetzt ist ja Embargo, haben Sie gehört? Ist ja, ab nächste Woche kriegt er keine Waffen mehr. Er soll erstmal die aufbrauchen, die wir bis jetzt geliefert haben. Das sind drastische Maßnahmen, meine Damen und Herren. Ja, man muss da auch immer differenzieren. Ne? Diktatur kann man auch nicht pauschal mit Diktatur vergleichen. Das kann jeder Pauschaltourist sagen. Das muss man differenziert betrachten. Sehen Sie, Ägypten war eine Diktatur und die DDR war auch eine Diktatur. Aber das eine Plattenbauten und andere Pyramiden. Das sind doch Unterschiede. Sehen Sie, Honecker und Mubarak, beides furchtbare Despoten. Aber die Diktatur in Ägypten, die hatte für uns Deutsche immer einen gewissen Charme. El Sheikh. Bevor jetzt hinterher wieder Beschwerden kommen von Zuschauern über die absurden Vergleiche, die ich hier ständig anstelle, möchte ich mal jetzt mal ein Wort in eigener Sache sagen, meine Damen und Herren. Sehen Sie, es erreichen uns speziell nach Kabarett-Sendung immer wieder Briefe von Leuten, die völlig sauer sind und sich beschweren und sagen, also sie wären jetzt wirklich leid, sie wollten nicht länger hinnehmen, dass von ihren GEZ-Gebühren sowas hier produziert würde. Das müsste nun wirklich nicht sein. Ja, und man muss diese Menschen ernst nehmen, das tue ich auch, und ich möchte diese Menschen jetzt mal offiziell beruhigen. Ich kann nicht für meine Kollegen sprechen, aber ich kann Ihnen versichern, ich lege großen Wert darauf, dass meine Honorare, also die eigene Freiheit, die Freiheit der anderen kann schon mal ein bisschen lästig werden. Sagen wir es mal so. Ne? Aber die Freiheit der nordafrikanischen Bevölkerung, die ist uns doch lieb und teuer. Ha? Ist vor allem teuer. Dann steht der Deutsche an der Zapfsäule, an der Tankstelle, guckt auf den Benzinpreis und sagt, immer so schlimm war der Gaddafi doch auch nicht, oder? Das sieht der Berlusconi zum Beispiel auch so. Der Berlusconi hat mit dem Gaddafi sich wunderbar verstanden. Der Berlusconi, für den war der Gaddafi immer ein Hoch der Stabilität. Ja? Und der Gaddafi hat wirklich immer nur die übers Wasser gelassen, die der Berlusconi auf seinen Bunga-Bunga-Partys auch wirklich haben wollte. Jetzt kommt da Jan und Mann, was weiß ich. Was ist wahre? Ausschließlich aus den Gebühren der Zuschauer und Zuschauerinnen bezahlt werden, die mich auch wirklich gut finden. Da bestehe ich. Sehen Sie, ich habe doch Verständnis, ich bin doch selbst Gebührenzahler. Ich möchte ja auch nicht, dass von meinen GEZ-Gebühren da irgendwelche Sendungen produziert werden, die ich über Gebühr schrecklich finde. Deshalb habe ich ja zum Beispiel, ich habe bei der GEZ verfügt, dass von meinen Gebühren keine Volksmusik-Sendungen bezahlt werden dürfen. Ja? Auch die Honorare von Reinhold Beckmann, Wolf-Dieter Poschmann und Peter Hane dürfen unter gar keinen Umständen, ich wiederhole, unter gar keinen Umständen aus Geldern bezahlt werden, die ich zwangsweise an die GEZ überwiesen habe. Ja, meine Damen und Herren, Polizisten in Radlerhosen, da träumen die in Libyen von, oder? Das ist das, was die alle anstreben. Die wollen doch alle so leben wie wir. Und jetzt haben sie sich erhoben in Nordafrika. Ist das nicht großartig? Ist das nicht ein schönes Gefühl, wenn die Menschen zur Demokratie aufbrechen? Die Diktatoren werden gestürzt, einer nach dem anderen. Ja? Und okay, in der Schweiz wird das Geld eingefroren. Man konserviert es, falls wir noch mal zurückkommen. Aber die Diktatoren sind weg und die Menschen werden befreit, sie werden nicht länger drangsaliert, sie werden nicht mehr eingesperrt. Und wer weiß besser als wir Deutschen, wie schön das ist, wenn Mauern fallen und Menschen zu uns kommen können. Sie sollten vielleicht schon mal ein paar Gästebetten beziehen, ein bisschen Couscous auf Vorrat einlagern. Ja, die Freiheit ist was Wunderbares.